Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen mit dem DJ. Heute das erste Rezept aus der Kochzauberbox. Gebratene Hähnchenbrustfilets in würziger Pfefferrahmsoße mit Ofen, Gemüsesticks und Reis. Dafür benötigen wir 2 Karotten, eine Pastinake, eine Schalotte, eine Zucchini, 3 Esslöffel Öl, ein bisschen Salz, Pfeffer und Zucker, 150 Gramm Langkornreis, Hähnchenbrustfilets, 2 Stück, dann ein bisschen Pfeffer, Belem-Pfeffer, 4 Gramm, okay, weil oben steht auch schon mal Pfeffer zum Würzen, 75 Milliliter Weißwein, 125 ml Gemüsebrühe, 75 Gramm Crème Fraîche und 2 Teelöffel Butter. Legen wir los. So, wir sollen den Backofen jetzt auf 200 Grad Umluft vorheizen. Ich habe leider keine Umluft, ich muss Ober- und Unterhitze nehmen. So, das Ganze vorheizen. 2 Karotten und die Pastinake waschen, schälen, halbieren und der Länge nach sechsteln. Pastinaken kenne ich noch gar nicht. Ich habe noch nie mit Pastinaken gekocht. Keine Ahnung, wie die schmecken. Die riechen ein bisschen wie Kohlrabi oder so. Also halt wie Rüben. Riechen wie Rüben. So, da wir jetzt die 2 Möhren und die Pastinake geschält haben, sollen wir das Ganze jetzt halbieren. Und der Länge nach sechsteln, damit wir diese Gemüsesticks haben, die man im Rezept möchte. Alles hier ist jetzt ungefähr gesechstelt. Jetzt müssen wir die Schalotte schälen. Ich kenne keine große Schalotte. Ich kenne diese kleinen, die immer abgepackt sind. Diese großen kenne ich gar nicht. Ich kenne zwar rote Zwiebeln, vielleicht heißen die großen roten Zwiebeln ja Schalotten. Aber mir ist der Name Schalotte immer nur unter den kleinen Zwiebeln bekannt. Ich finde die übrigens gut, weil die ein bisschen milder sind als normale Zwiebeln. Da steht jetzt Schalotte schälen und sechsteln, Zucchini waschen, Enden entfernen, der Länge nach einem Vierteljahr. Eine Schalotte sechsteln, soll ich die jetzt so 6 Teile draus machen oder ich schneide die einfach klein? Was soll's? Warum soll man hier alles sechsteln? Für die Dummen, die nicht wissen, wie man eine Schalotte klein macht. Nun steht im Programm Zucchini waschen, Enden entfernen, der Länge nach vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Gewaschen haben wir sie schon. Enden entfernen. Zack, zack. Das ist ja auch ganz normal, weil ich glaube nicht, dass man hier sowas mitessen möchte. So, der Länge nach vierteln. Jetzt haben wir das Ganze geviertelt. So, und das Kerngehäuse entfernen. Ah, das ist jetzt einfach, weil jetzt kann man, ich hätte das auch halbiert lassen können, dann hätte man das schön mit dem Löffel raustrennen können, aber so kann ich einfach hier runterschneiden. Das Kerngehäuse entfernen. Keine Ahnung, warum das weg soll, weil das kann man ja mitessen. Aber wir wollen ja heute mal hier nach Rezept kochen. Ohne mal abzuwandeln, weil ich will ja das so testen, wie die Kochboxen das hier vorgeben. Bis jetzt jedenfalls. Wenn da irgendwas ganz Dummes drin steht, wo ich weiß, dass das nicht schmecken tut, kann ich das Aroma ändern. So, halbieren und in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. Ach, jetzt brauchen wir auch noch Streifen hier. Okay. Das geht jetzt natürlich so gut, weil die gebogen sind, dass das alles gleichmäßig ist. Wir schneiden jetzt einfach Streifen, egal ob 1 cm oder nicht.
Hauptsache, wir haben jetzt Streifen. So, jetzt müssen wir die Karotten, die Pastinaken, die Zucchini und Schalotten in eine Schüssel geben. Habe ich hier schon mal vorbereitet. So machen das ja die Köche auch immer. Die sagen auch immer in den Fernsehsendungen, das habe ich schon vorbereitet. Tut hier aber nichts zur Sache. In eine Schüssel geben mit ca. 2 Esslöffel Öl beträufeln. Ganz normales Öl, also noch nicht dieses Trüffelöl, das braucht man dann für ein anderes Rezept. 2 Esslöffel Öl, Salz und Pfeffer und Zucker würzen. Das Ganze mischen wir jetzt hier mal ein bisschen. Das hätte man am besten direkt auf dem Blech machen müssen. Da stand in einer Schüssel, das Beträufeln und so, aber danach auf dem Blech legen. Jetzt hat oben alles ganz viel Zucker, das ganze Öl und die ganzen Gewürze und es lässt sich schlecht umrühren. So, das Wasser für den Reis, das kocht schon mal. Ich soll jetzt hier das Gemüse gleichmäßig auf dem Blech verteilen. Okay. Mal gucken, wie die sich das vorstellen. Einfach mal hier alles erstmal draufpacken. Weil das ist ein handelsübliches Blech, das heißt, man muss auch alles gut verteilen können. Laut dem Rezept. Also nicht zu viel doppelt legen, damit auch alles schön gleichzeitig gar wird. Das muss dann 15 Minuten ungefähr in den Ofen. Diesmal steht sogar nicht drin, wie das Gemüse sein soll. Ob das braun sein soll oder knusprig oder weich oder was auch immer. Weil vorher haben die ja ganz genau beschrieben, alles schön sechseln. Für die Doofen halt. Und diesmal steht hier nichts, da steht nur ungefähr 15 Minuten. So, jetzt haben wir das ungefähr verteilt und jetzt kommt das ungefähr 15 Minuten ungefähr in den ungefähr Ofen. So, hier kann man jetzt schön parallel kochen. Ich habe jetzt auch diesen Belem-Pfeffer noch gefunden, der war bei dem Reis mit dabei. Also das ist hier besonderer Pfeffer, nennt sich Belem-Pfeffer. Grün, vielleicht gibt es den ja auch noch in einer anderen Farbe. Kamera ist mal wieder doof und stellt sich nicht scharf. So ist das nun mal, wenn man live aufnimmt. So, wieder für die Dummen, Salzwasser für den Reis aufkochen, ca. 350 ml. Haben wir jetzt auch abgemessen. Der braucht 15 Minuten. Das Fleisch, das braucht 6 Minuten und dann nochmal im Ofen ein bisschen was. Und das Gemüse 15 Minuten, das heißt, man kann das alles hier parallel und gleichzeitig machen. Widmen wir uns in der Zwischenzeit mal dem Fleisch. Das muss, bevor es gebraten wird, noch trocken tupfen und salzen. Und dann von jeder Seite 3 Minuten anbraten, Fleisch in die Auflaufform geben und ca. 6 Minuten im Ofen backen. Gut, also brauchen wir jetzt Salz und wir brauchen was zum Trockentupfen. Machen wir das so. Bisschen schräg, kann das hier schon trocken tupfen und das ist wirklich frisch, das Fleisch. Also die halten wirklich ihr Versprechen, dass die Zutaten frisch sind, wenn sie ankommen. Jetzt das Ganze nur salzen, andere Seite. Ich muss das hier mal ein bisschen feiner einstellen, das Salz ist mir hier zu grob. Das Fleisch ist jetzt fertig, das packen wir jetzt mal hier schön da rein. Und das kommt jetzt nochmal 6 Minuten in den Ofen. Das ist gut, man kann hier wirklich alles sehr schön parallel machen. Wir müssen jetzt einmal die Pfefferkörner nehmen. Die schneiden wir einfach auf. Die geben wir jetzt hier mit in die Pfanne. Und die 75 ml Weißwein. Löschen das Ganze also damit ab und lassen das Ganze jetzt 2 Minuten köcheln. So, die 2 Minuten sind jetzt um. Jetzt nehmen wir die Hälfte von dem Creme Fraiche, weil die andere brauchen wir noch für das andere Rezept. Und zur Not kaufe ich halt nochmal welche.
und rühren die hier unter. Zu dem Creme Fraiche kommen dann noch 125 ml Gemüsebrühe dazu. Das Ganze jetzt ca. 4 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit 2 Teelöffeln Butter verfeinern. Und wie man auch gut erkennen kann, das Gemüse ist auch schon fertig. Probieren wir hier so ein Stück Zwiebel. Das schmeckt richtig geil. Ich habe noch nie Ofengemüse gemacht und so gewürzt, aber das ist Hammer. Also die Zwiebel hat richtig geil geschmeckt. Fertig. Das heißt jetzt, das Fleisch zur Soße geben in die Pfanne. Das machen wir jetzt mal. Und das Ganze jetzt eine Minute wenden. Das heißt, immer mal wieder umdrehen hier, dass das hier von allen Seiten was von Fleischgeschmack abbekommt hier, also vom Soßengeschmack. Dann steht hier noch drin, ein Tipp, wenn beim Backen der Hähnchenbrust Fleischsaft in der Auflaufform übrig bleibt, könnt ihr diese für einen noch herzhafteren Geschmack der Soße geben. Hier ist sogar noch ein bisschen Fleischsaft drin, nicht viel, aber wir machen das mal, das macht man ja sonst auch, dann haben wir noch ein bisschen Geschmack drin. Ich habe jetzt übrigens schon abgeschmeckt die Soße, da hat mir kein Salz und kein Pfeffer mehr gefehlt, weil ich hatte ja auch große Salzkörner dabei und deswegen war das schon sehr salzig. Also mehr darf da auf keinen Fall ran. Ich muss nur noch, was ich jetzt vergessen habe, was mir gerade einfällt, die 2 Teelöffel Butter noch mit reinrühren.